So, ich gestattet mir, ne? Hier. So. So, ein ganz herzliches Willkommen zurück zu Devil May Cry 3. Entschuldigung, dass ich das jetzt übersprungen habe, aber das hat man ja in der letzten Folge schon gesehen. Wir sind ja hier, es ist ja hier komplett abgeschmiert, das Spiel. Wodurch wir jetzt zwar den Auftrag 11 nochmal neu anfangen müssen, aber das macht eigentlich überhaupt nichts, denn wir haben ja immer gespeichert, brav. Von daher müssen wir eigentlich nur einfach nochmal starten hier, Gott sei Dank. Und so, ich weiß nicht, was genau mit dem Spiel eigentlich los war. Ich hatte gestern, was heißt gestern? Ich hatte ja in den letzten Aufnahmen, ich meine in den letzten ein oder zwei Aufnahmen, hatte ich ja Soundbugs gehabt ohne Ende. Und dann ist mir hier doch einfach mal das Spiel abgeschmiert. Ich meine, schlimm ist es nicht. Wir können Gott sei Dank an dem Auftrag wieder weitermachen, wo wir festhingen. Und ich hoffe bloß, dass das jetzt kein anhaltender Soundbug, kein anhaltender Fehler ist, dass mir hier ständig das Spiel abschmiert. Wäre ätzend, weil dann müsste ich nämlich... ja gut, kann ich gar nicht. Ich kann den Auftrag ja gar nicht überspringen. Aber dann könnte ich das Spiel gar nicht mehr... Aua, beenden. Dankeschön. Dann könnte ich das Spiel leider gar nicht mehr beenden, weil, ja, ich komme an dem Auftrag ja nicht vorbei und die neuen Aufträge werden halt erst freigeschaltet, wenn man halt die vorigen halt abgeschlossen hat. Wäre also extremst kontraproduktiv. Und jetzt rede ich doch mal weg, Junge. Wäre natürlich echt kacke. Wäre natürlich echt kacke, wenn dieser Fehler hier bleiben würde. Aber wenn ich bedenke, dass ich auch bei Witcher zum Beispiel gelegentlich mal ein paar Abstürze zu verzeichnen hatte, denke ich mal, ist das nicht so schlimm. Vorausgesetzt natürlich, das ist kein Bug, der halt wirklich ständig auftaucht, sondern halt, der halt, es passiert halt mal, ne? Ich meine, bei Minecraft passiert mir das gelegentlich mal, vielleicht so, keine Ahnung, einmal im Monat oder so, dass mir das Spiel abstürzt. Und bei Witcher kam das ja ab und zu mal vor. Ich glaube, in dem ganzen Spiel irgendwie 2-3 Mal oder so kam das vor, dass das Spiel abgeschmiert ist. Und von daher, also wenn es, sage ich mal, nicht öfter als, ja, einmal pro Spiel-Session ist, oder, ja, oder sogar noch weniger, dann geht das eigentlich. Weil wenn es bei Witcher einmal, oh, Verzeihung, wenn es bei Witcher einmal pro Spiel-Session gewesen wäre, ich glaube, hätte ich mir doch schon abgefuckt. Aber das war ja deutlich weniger, das war ja deutlich weniger. Vielleicht bei jedem dritten, vierten, bei jeder dritten oder vierten Session vielleicht einmal. Da geht das eigentlich. Ich hoffe, das ist jetzt hier bei Devil May Cry 3 jetzt auch so, dass er einfach nur gelegentlich mal abstürzt. Weil das ist ja jetzt hier gerade erstmal die zweite Aufnahmesession, dass da vielleicht noch nichts passiert ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und von daher sollte das eigentlich nicht so das riesige große Problemchen sein. Ich hoffe natürlich, dass es wirklich kein permanenter Fehler ist. Ja, hast du gut gemacht, weißt du, weil du deinen scheiß letzten Schlag noch machen musst. Deswegen hast du jetzt von dem Viech auf die Fresse gekriegt. Sag mal, hast du es bald, Jungens? So, mein Leben krieg ich auch wieder. Ja, genau, jetzt kamen die. Und ich sehe gerade nichts. Ah, hier. Ich denke mal, dass jeder Let's Player mit gelegentlichen Spielabstürzen mal zu kämpfen hat. Aber ich muss sagen, seit... Irgendwo war der Eingang. Aber ich muss sagen, seit ich beispielsweise bei Minecraft dem Spiel deutlich mehr MB zugewiesen habe, seitdem läuft das eigentlich ganz gut. Komme ich da irgendwie rein? Nee,
Scheinbar nicht. Oder ich muss das irgendwie anders verschieben. Ah, so muss ich das schieben. Gut, 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 gut. Weihwasser. Dankeschön, Dankeschön. Da wurde sogar extra so ein Kopf reingesetzt. So ein Löwenkopf. Dass man da wieder hochkommt. Das war welche Waffe? War das Agni und Lugra? Nee. Doch, doch, das war Agni und Lugra. Ich glaube aber, dass ich das nicht schaffen werde, weil mir noch ein paar Skills fehlen einfach. Alter, da muss ich Triple oder Doppel S schaffen und das schaffe ich nicht, das ganze Klicken. Da fehlen mir noch ein paar Skills für. Also je mehr verschiedene Kombis man hat, desto mehr kann man natürlich einsetzen im Kampf. Das ist halt die einfache Automatik. Man braucht da keine Waffenkombis selber einzugeben, sondern die macht er automatisch. Gibt es dann übrigens auch im vierten Teil. Gibt es dann übrigens auch im vierten Teil. Und ich glaube, mich sogar zu erinnern, dass ich immer die manuellen Kombis gewählt habe, weil ich einfach ein bisschen üben wollte. Ich bin mir aber nicht mal ganz sicher, aber ich glaube, mich dran zu erinnern. Und jetzt müsste, glaube ich, auch bald der nächste Boss kommen. Wenn ich mich noch recht erinnere. Ach, der hat doch gelebt. Na, mehr oder weniger zumindest, ne? Au. Könntest du mal bitte aufhören, die im Vordergrund zu anvisieren, sondern das Arschloch, das sich von hinten da gerade anbumst. Ist ja schön, dass sie überlebt hat, weißt du? Well. Na, geh doch mal weg da. Stellt sich erstmal direkt davor und schlägt drauf. Das ist sehr, sehr logisch. Ach ja, jetzt kommt ja Beowulf. Oh Gott, das ist auch so ein gemeines Viech. Das ist auch so ein gemeines Viech. Didn't your mother ever teach you how to use a door? I knew it. Huh? Give me a break. Tell you what, next time I'll try and wear some cologne, okay? It's the stench of betrayal. The odor of that accursed Sparta. I will annihilate every last blood relation of Sparta! A son cleaning up his dad's mess, huh? Where have I heard this story before? Das ist übrigens auch der Grund, warum Dante seinen eigenen Vater nicht abkann, weil er nämlich ständig die Fehler ausbügeln darf, was er gibt, beziehungsweise weil er ständig dafür bezahlen darf, dafür, dass sein Vater halt die Menschen beschützt hat. Und deswegen kann er seinen eigenen Vater nicht ausstehen. Well. Mach keinen Stress, Kleine. Lass mich. Geh weg. Ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Böse, böse, böse. Würdest du? Ja, genau. Und ich krieg das natürlich voll in die Fresse. Ja, was ist dein Problem, Jungs? Aua! Äh,
Alter. Aua, wie weit weg muss ich denn da sein, bitteschön? Das ist echt ein merkwürdiges Viech. Ja, toll, danke, ey. Bäh. Ja, ich weiß, dass ich mehr oder weniger so heiße. Hallo? Hallo? Hörst du mal auf? Aua. Was crush you? Fragt sich bloß, wer wen crush. Ja, könntest du vielleicht mal springen, du Horst? Anstatt immer nur so dumm dazustehen und irgendwie Luft rumzuprügeln, sondern vielleicht auch mal ausweichen. Da wäre ich dir sehr verbunden. Mein Mann, Mann, Mann. Der prügelt und prügelt und prügelt und prügelt. Da kommen von oben drei Schläge und der ist zu doof, das zu sehen, oder was? Komisches Viech. Why do I have to take the heat for my father? Come on, man. Cut me some slack. Ja. Ja. Uch. So, das war's auch. Entschuldigung. Ich sollte während den Aufnahmen echt nichts trinken, ne? Jedenfalls nichts mit Kohlensäure. Ah. Oh, aber in Rang A. Naja, ich war schon mal besser. So, wir haben... Hier, genau. So, einmal speichern, bevor man das Spiel wieder abschmiert und ich wieder alles von vorne machen muss. So, einmal weiter. Ich denke, man kann noch weitermachen. Like that, I won't be able to tell it now, will I? Thought I was a goner for sure. Oops. You saw it too, didn't you? That huge tower jutting out of the ground. That thick shaft that causes women to shudder. It's actually a tunnel. Linking the demonic domain to the human world. And of course, your brother Vergil is the one who controls it by using your mommy's amulet. Amulet? He's headed to the control room in the basement. If you don't hop down there quick like a bunny, he'll open the gate to hell! Isn't that a scary thought? And you're telling me this because... Oops! I forgot to mention one teeny little item. That gizmo there is actually the key to move forward. But the tricky thing is, it sucks the souls of those who hold it. So I think you'd better hurry. But in return for your soul, it'll give you...
you power. Marvelous, isn't it? Just let your young spirit drive you and go for it! Wish you would have told me that in the first place. You big mouth moron. So, ja. Und damit müssen wir jetzt, während uns die Seele ausgesaugt wird, weglaufen. Und erobern sie die Brücke zurück, bevor die Seele auf ewig verloren ist. Ich weiß jetzt nicht, es sieht ganz so aus, als käme danach schon der Boss wieder, der nächste. Und wir haben zwar noch 4 Minuten, aber ich würde sagen, ich beende jetzt mal hier ganz kurz die Folge. Weil ich glaube nicht, dass wir dann, falls der Boss wirklich noch kommt, dass wir das innerhalb von 4 Minuten durchgespielt kriegen, hier diesen Auftrag. Von daher, macht's gut, bis zur nächsten Folge und eventuell kann ich ja dann in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen länger machen für den Fall der Fälle. Also dann bis später, tschüss.